Und damit herzlich willkommen zu Türchen Nummer 14 sind wir, glaube ich, inzwischen. Letztes Mal hatten wir Mewtwo kehrt zurück und heute machen wir uns an einen Nicht-Film, sondern an ein Special. Und das war, glaube ich, unter anderem eins der ersten Special, die ich wirklich so als Special wahrgenommen habe, dass sie einfach zu einer Zeit im Fernsehen ausgestrahlt wurden, als es gar nicht wirklich zum Anime gepasst hat. Und zwar hätten wir heute das Superhirn der Mirage-Pokémon. Um was geht's in dem Film? Ash und unsere Freunde werden unter anderem, wie auch Misty und Professor Eich, eingeladen von den Doktoren Jung zu einem Labor-Schloss zu kommen und sein System quasi zu testen. Denn der Jung hat ein System entwickelt, das sich das Mirage-System nennt, womit er, wenn er die Daten von Pokémon besitzt, Klone erschaffen kann. Nicht so wie Mewtwo, Klone, die richtig aussehen wie Pokémon, sondern eben Mirage-Pokémon, die so ein bisschen, die keine wirklichen Farben haben, sag mal. Und nachdem Misty unter anderem den Kampf verloren hat oder so, machen sich die quasi so auf und versuchen halt quasi, oder prinzipiell, die versuchen halt quasi gegen das anzutreten, um das System zu testen. Währenddessen kommt dann quasi der Super in der Mirage-Pokémon vorbei, entführt Dr. Jung und Professor Eich. Und natürlich versuchen unsere liebenden Freunde, die wieder zu retten, ist natürlich klar. Am Ende des Films stellt sich dann quasi raus, dass Dr. Jung selbst das Superhelden der Mirage-Pokémon ist und möchte quasi mit Professor Eich, und er entführt dann unter anderem auch noch Pikachu, halt quasi die stärksten Pokémon erschaffen. Und da Pikachu unter anderem schon sowas wie Zapdos, Arctos, Lavados, Mew, Mewtwo und so alles gesehen hat, kann er quasi mit den Daten, die er aus Pikachu rausnimmt, Mirage-Pokémon von den Pokémon erstellen. Und natürlich Mewtwo ist ein starkes Pokémon und dadurch ist natürlich Mirage Mewtwo auch ziemlich stark. Und am Ende kommt es dann zu einem großen Special quasi, bis es dann am Ende Pikachu trotz Verletzungen mit dem Volt-Tackle, der damit eingeführt wurde, geschafft hat. Auch keine Ahnung, wie das Volt-Tackle kann. Es war nie ein Pichu, aber irgendwie muss das Ding Volt-Tackle gelernt haben. Nach Anime. So ist unlogisch. Und jedenfalls schafft es dann mit dem Volt-Tackle quasi, das Pokémon zu besiegen. Die Burg fliegt in die Luft, Professor Jung bleibt bei seinem System, geht quasi mit der Burg hoch, weil es brennt und er geht rein. Es ist ein bisschen dark. Und am Ende sieht man dann quasi auch noch Feuerwehr und so alles. Aber quasi ist Dr. Jung nicht mehr aufzufinden. Wie gesagt, das war somit das erste Special, was ich wirklich als Special wahrgenommen habe. Weil ich habe das ist schon lange her, damals im Fernsehen tatsächlich noch gesehen. Und ich war echt überrascht. Es war eine coole Folge. Man hat halt quasi mit dem Mirage-Pokémon mal was Neues. Vor allem, da dieses Mewtwo auch andere Attacken drauf hatte. Man hat quasi einfach einen Klon von Mewtwo erstellt, mit Daten von anderen Pokémon noch dazu. Und man hatte eben noch die legendären Vögel unter anderem. Und der Dr. Jung hatte in Anführungszeichen sogar ein Motiv, denn er ist halt damals von dem Labor quasi, von da, wo er halt war, rausgeflogen, da er zu brutal zu Pokémon war. Und hat halt deswegen das Mirage-System erschaffen, um sich quasi zu rächen. Und wollte er damit halt die stärksten Pokémon erfinden, in Anführungszeichen. Und das ging halt nach hinten los. Und am Ende ist er höchstwahrscheinlich sogar gestorben. Ziemlich dark für so einen Film eigentlich. Aber trotzdem, super in der Mirage-Pokémon. In dem Film hat sich auch gezeigt, dass Professor Eich ein Dragoran besitzt. Dass Misty ein Gyarados besitzt. Die hat ihre Angst überwunden. Respekt, Misty. Und Stern, du kannst Blubstrahl und so Zeugs, das wurde alles quasi auch in Anführungszeichen halt dadurch klar. War auf jeden Fall ein interessantes Special, ich empfehle es euch definitiv auch anzugucken, weil wie gesagt, wir sind jetzt so an der Liste quasi angekommen, wo man sagen kann, guckt euch die Filme alle an, weil die sind zum Großteil wirklich alle gut. Dann bedanke ich mich wieder fürs Zusehen und würde sagen, man sieht sich beim nächsten Mal. Ciao.